Ein Mann, eine Welt und das Weltall und wir mit ihnen zusammen mehr als einer, gemeinsam statt einsam. So, ich weiß jetzt gar nicht, was ich so recht erzählen soll. Mensch, Leute, heute ist der 29.05.2020. Wir haben sie jetzt gesagt, wir brauchen eine Gnosis. Eine Gnosis für Luzifers reine Lehre. Da arbeite ich jetzt vielleicht dran. Gnosis, was meint Gnosis? Geheimlehre, nehme ich an. Ich habe jetzt einen Dominostein um auf holzschmuck.grecker.info in violett, dunkelviolett. holzschmuck.grecker.info, könnt ihr die Fotos anschauen. Gottes Erkenntnis heißt es. Erstens. Gottes Wissen bzw. Wissen. Oder Gnostizismus des griechischen Begriffs religiöse Teile vorläufig ausdrücklichen Strömungen. So, eine Gnosis. Mensch, eine Gnosis. Was macht man da? Da bereiten wir natürlich der Menge eine Lehre, die ist für alle, für den Profanen auch. Und dann machen wir eine Exoterik und eine Esoterik für den äußeren Kreis und für den Kern. Ja, der normalerweise ist, also für meine Erfahrung, ist der eingeweihte Kern so Sachen hochhalten wie der Zweck heiligt die Mittel. Ja, also da geht es dann nicht mehr so gläubig zu, manchmal habe ich den Eindruck. Aber es heißt ja eigentlich Gottes Erkenntnis. Machen wir halt da was draus. Ja, ich schalte mal die Musik ein. Irgendeine Charmendo-Musik. Die darf man ja spielen oder Danosongs.com. Charmendo.com ist GEMA und GZ frei. Möchte ich mal so in meinen Worten sagen. Dann gibt es noch danosongs.com und incompetech.com. Auf webmaster.cracker.info sind die ganzen freien Künste. webmaster.cracker.info. Und sagen wir, dass es zu lang dauert, ich habe schon was vorbereitet. Ich habe schon Ordner Charmendo da. Hole ich den mal her. Aber wir machen jetzt einfach ein lockeres Video. Ich habe jetzt kein Skript. Es ist ja viel getan. 2018 ist einig wieder anerkannt worden. Von Millionen. Vor der UNO in einer Schwarz-Weiß-Gegend. Dauert noch ein bisschen. So, bei Charmendo muss man nur immer ankündigen den Titel und ich glaube den Künstler, dann darf man das Video auch zeigen. Ja, ja, gestern habe ich den Anhänger hier gemacht. Der ist doch schön, der ist doch schick. Passt genau zu Hemd, T-Shirt, Bandana und Hut.
in derselben Farbe gehalten. Ich brauche nur noch einen violetten Stab. Ja. Violett ist die Farbe der Bewegung oder der Beweglichkeit schlechthin. Die letzte Farbengründung von Luzifer und einem Himmel, 1, 2, 3, von einem Engel im Himmel droben. Dazu nochmal violettes Feuer. So haben wir es ja geschafft, ne? Damals war ja gar nicht wichtig, was du sagst und welche Worte in solchen dicken Büchern stecken. Nein, da war wichtig, welche Farbe man geträgt. Und dann waren schon Gedankenkraftler unterwegs. Und in so Gefilde sind wir vorgedrungen und haben dann ermittelt, dass die Violett teilweise auslöschen wollten. Also müssen wir es genau extra einbringen, um zu sehen, wer der wollen es nicht, der will's. Also arbeiten wir mit denen zusammen, die es verdient haben. Ne? So, das ist Liendes von Xerra. Könnt ihr jetzt die gesamte Musik, die jetzt kommt, auf jamendo.com auch runterziehen. Thank you.
Ja, Leute, was willst du sagen? Ich habe heimlich eine Frau. Die hat ja aus meiner Gattung schon wieder einen anderen. Der mag mich aber nicht. Aber da sage ich, erst recht. Entschuldigung, nicht so gemeint. Ich lasse euch in Ruhe. Erst recht. Na, die schaut auch um mich. Ne? Dann habe ich noch eine Geschwisterli. Die ist ja mal... Da habe ich ja mein Bild da von der Gefährtin und mein Bild da von der Frau. Die blinzeln mir manchmal zu, das glaubt mir kaum einer. Das ist, ein Bild spricht mehr als 1000 Worte. Das nächste Lied nennt sich Masquerade e Celestial Aeon Project. Auch noch eine violette Tasse. Und der Vorhang da hinten wird auch noch violett. So, der Vorhang wird auch noch violett, habe ich schon. Aber das Aufgehängen, das dauert mir ein wenig lang. Jetzt kommt Poetic Pitbull Revolutions von Diablo Swing Orchestra. Thank you.
Möcke eins. So, das war Poetic Pitbull Revolutions. Und jetzt kommt Sonata in A Minor. Für Gitarre und Harpsichord von Negrin. Jetzt kommt das Signal von Bertie Cox. We'll be right back.
Bleibt ruhig dran, ich mache jetzt gleich meine Referenzenliste durch. So, die Liste geht weiter mit Titan, Zero Project, Androzzo, Aquascape, Balrog Boogie, Bust This, Bust That, Zellulle mit zwei L am Anfang, Electrolife and Entrance of the Gladiators. Das werde ich dann danach noch abspielen. Jetzt gehen wir mal auf meine Referenzenliste. Ja, die Referenzenliste. Müsst ihr Referenzen auf 3.cracker.info eingeben. Oder meine Erfolge Referenzen in der Suche. Meine Erfolge Referenzen im Titel nach Mark Walle, Musik hörenswert 2020. So, teilen ist was Wunderschönes. Jedem geschieht nach seinem Glauben. Drum tuet Gutes und jenen folgen die Werke nach. Und prüfet, was euch widerfahre, das Gute behaltet. Ich bin der Urspeermacher eines Großvaters, der erst Speer für Bayreuth und den Hohenzollernring gebaut. Der Wiedereinsetzer des alten A, der Triangkrone in das Internet aus guten Zeiten, the last symbol of Dan Brown, t.cracker.info, t.cracker.info. Das blaue Schild ins Haus für die Ordnung erstellt zum roten Schild A Frankfurt. Blueshield.cracker.info, blueshield.cracker.info. Man munkelt von mir, als man den letzten Deutschen fand, mit Lanzen und Gold war es der Gelb-Erschaffer. Wir waren gelb und violett mit Erschaffer. Andere Inkarnation. Zahlreiche Selbstmordheilungen durch Fernmusikbespielung bis in die Planeten, keine Vergehung unserer Dimensionen, ob der Kräfte dafür. Suizio Cracker Info. Suizio.cracker.info. Um länger leben zu wollen. Errungenschaften. Freunde und Hurer. Als Wort in Bibel und Johannes-Offenbarung.
Das Wort Freunde hat es vorher nicht gegeben in der Johannes-Offenbarung. Das Wort Hure hat es nicht gegeben. Was hat den Hintergrund? Die Hure hat einen Mann. Das ist der Hurer. Dadurch ist die Vereinzelung und soziale Isolation eines Menschen wie der Hure nicht mehr gegeben. Das heißt, sie hat einen Mann und die Zweisamkeit auch hier geht durch die weite Welt. Ich habe dann ermittelt bis Leuten, die gesagt haben, jetzt weiß ich nicht, mein Cousin hat jetzt keine zum Missbrauchen für wenig Geld. Jetzt muss er sich wieder halt selber machen. Entschuldigung, dass ich so direkt bin. Ja, das ist kein Motiv. Dafür gibt es das nicht, dass man Menschen so isoliert und ausbeutet, dass da irgendein Cousin mal drüber rumpelt für wenig Geld. Das ist nicht zielführend. Da ist dann anzumerken, Huder, gibt es jetzt, ist der Mann und nehmt euch in Acht, was ihr tut. Im Grundgesetz steht in § 2 Absatz 2 die Unversehrtheit, das Recht auf Leben und die körperliche Unversehrtheit. Das war auch nicht gegeben, bevor wir angefangen haben zu wirken. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Die Freiheit der Person, Artikel 2 Absatz 2. Ja? Das darf schon sein. Ja? Schlechter als das nicht. Sonst können wir drüber reden. Dann Recht auf körperliche Unversehrtheit, genau. Und dann haben wir Steinmetzen. 8 Erfolge. Das soll ich ja gar nicht so breit streuen. Es gibt den Termitenbau der Zeit. Wir wohnen da in den Etagen. Damals war die weltführende Kunst der Steinmetz. In Zukunft ist das Logo im Internet auch mitbestimmend. Wir werden noch eine zentrale Logo-Seite irgendwann erstellen, damit man mit wenigen Klicks den En Vogue-Status der Logos anschauen kann. Na, mein Logo ist auf cracker.info ein Triangle als Rune. Meine Steinmetzenerfolge waren die Ritterhelme wieder am Bayreuther JVA-Gebäude. Die waren nicht mehr da. Dann habe ich teleportiert und teleportiert. Und dann geben sie es zu. Und dann bringen sie sie wieder an in letzter Not. Und um sie herum auf einmal sind stehende Wolken und wollen sie angreifen, weil sie die Ritterhelme wieder angebracht haben. Habe ich gecheckt. Mitbekommen. Die sind jetzt immerwährend weiter da. Das Geschäft mit dem Steinmetzgebäude JVA 2, das war die Alukiste. Es sind Herren an der Grotte der Ermitage, weil ich mich aufgeregt habe, dass da Damen saßen und aßen. Da waren weißbärtige Männer auf einmal dort. Am Deutschen Haus in Bayreuth steht es dem Deutschen Land. Deutschenland, nicht mehr nur Deutschland, Deutschenland, ja, am grünen Hügel das Dach oder Dreieck wieder angebracht. Da gehe ich eines Tages hin bei der Wanderung, reiße mir das Hemd auf mit lauter so Druckknöpfen dran und sage, bring das Geheimnis, das mir damals so erbaut hat, wieder an. Und er, warum? Aus der Luft kam das Warum. Und es waren zwei runde Schnecken mit Fibonacci-Spur drin und ein Normaldach. Und dann sage ich, ich will länger leben. Um Gottes Willen, lass diesen nicht vergehen, diesen Erdenantrieb, das Zeichen Gottes. Und dann sagt er, stimmt, in der Vergangenheit, das durfte ich dann checken, hat er recht, ich will auch länger leben. Und der andere Mini-Ichi, der noch das Dreieck beseitigen will, warum auch immer, da gibt es Andreas Mark Bernhard, die wollen das noch weghaben. Das darf aber nicht sein, die müsst ihr belehren. Den Pfeil zu Gott bitte immer irgendwo lasst. Aber wenn es um die Person geht, dann nur mit Triank, mit dem heiligen weiblichen und männlichen Geist. Damit er immer weiß, Mensch, da ist jemand, da ist noch jemand. Ja? Dann Karlsruhe. Karlsruhe, ihr wisst doch, die Innenstadt von Karlsruhe ist doch die
Burg, das Schloss und oberhalb des Dreiecks des Gartens ist die Triankrone jetzt eingefasst im Garten. Umschlossen mit dem kleinen Familienring, umschlossen mit dem für die Millionen gebauten Adenauerring der Bundesrepublik. Ja? Aber am Weg der Erkenntnis im Wald, im Park, wo nur Sport und Kunst den König erreichen, die sind auch oberhalb angesiedelt in diesem Stadtentwurfplan von damals, ist auch das Dauphré, das Rechteck im Stande jetzt eingepflegt worden, nachdem ich es gesichtet habe, und die Triankrone in der Karlsruher Innenstadt im Familienkreis. Gell? Dann Wolfsbach, da ging es ja los. Da konnte ich noch im Termitenbau der Zeit richtig rauf, runter, links, rechts wohnen, dort, wo es mir gefiel. Und dann hat irgendwann ein Steinmetz bei mir am Wolfsbacher Haus dieses Symbol aufgebracht. Eine Tanne, wie eine Tanne, aber aus Stein. Und dann habe ich in die Zukunft geschaut. Das konnte ich damals und habe ich gesehen, ich kann nicht mehr umziehen. Ist ja toll, dass die so erfolgreich ist, die Pyramide. Aber ich kann nicht mehr umziehen und durch die Welt tingeln. Und da hat der Steinmetz gesagt, ja, mag schon sein, aber ich habe auch irgendwie Engela. Und du bist scheinbar für die Damen da nicht unbenötigt sein. Also lasse ich das. Und seitdem hatte ich das nicht mehr im Griff mit den Steinmetzen. Und da haben die Araber gesagt, es ist Krieg mit den Steinmetzen. Der Walle kann nicht mehr umziehen, wohin er will. Und wisst ihr, wer dort jetzt das Triank angebracht hat? Na, der Steinmetz in Wolfsbach am Haus hat das Triank angebracht. Das heißt, ich habe immer die Wahl. Und so bin ich euch auch ewig dankbar. Ich bleibe ja auch hier vor Ort. Das muss ja nicht sein, dass ich durch die Welt tingle. Aber ich habe dadurch immer die Wahl. Versteht ihr? Und meine Frau war beim anderen Andreas Marc Bernet in Wolfsbach zu diesem Tage, wo sich das geändert hatte. Und er sagte, Mensch, du weißt jetzt gar nicht, wie wichtig der für dich war. Da sagte ich, wie was meinst du? Na, wie wichtig der jetzt für dich war. Weil das Triank aufgebracht wurde, weil das ist eine Möglichkeit der Verwahnsinnung durch die Vereinzelung. Und auch der Hinkel ist ja eigentlich nicht jedermann vielleicht geläufig. Auch der Hinkel steht in Wolfsbach. Der Hinkel. Und da sagt der Großvater, so, jetzt machen wir einen Spitz, dann macht die ganze Welt mit. Auf Spitz. Dann sagt der Großvater, so, jetzt oben runde Kuppe, jetzt machen wir auf rund, dann macht die ganze Welt oben auf rund. Macht die ganze Welt oben auf rund. Versteht ihr? So läuft es. Und dann telefoniere ich und telepathiere ich wieder. Bis hin zu den Anunnaki. Die Anunnaki. Und ich habe das Steinbildnis der Anunnaki. Ihr wisst doch, wo sie da rumstehen, vor den Böttichen. Diese Böttiche sind Welten. Diese Becher sind Welten, wo Menschen drin wohnen. Das sind auch, mein Bruder sagt bösartig, Tüppel. Und da mache ich auch, pui, sagt die eine. Zum Beispiel zu ihren bewohnten Tüppeln. Aber es sollte doch ein lieber Gott sein, der einen Becher aufgepasst hat. Und dann beschwere ich mich, keine einzige Pyramide bei den Anunnaki, bei dem Steinbildnis. Im nächsten Moment ereilt mich ein schwarz-weißes Telepathiebild von den echten Anunnaki. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann haben sie Dreiecke als Kopf gekriegt. Dreieckmütze haben sie aufgesetzt. Die drei Anunnaki auf diesem Steinbildnis. Dann im Zuge dessen habe ich gesagt, oh mein Gott, Gottes Bildnis jetzt als Hut. Ich bin hochzufrieden, ich danke dem Herrn. Und die drei Anunnaki habe ich dann hinterher noch ein Telepathiebild gekriegt. Wie sie so erschrocken schauen, weil wieder so Winde um sie rumgestalten, die das eigentlich gar nicht wollen und wegmachen wollen. Das war ziemlich geheim, das Ganze mit den Steinmetzen. Das müsst ihr wissen. Das ist eine ganz gute Art, die Welt zu verwalten. Es gibt noch verschiedene Weltverwaltungsmodi. Da habe ich verschiedene Weltverwaltungsmodelle. Bevor wir mit der Musik weitermachen,
die Welt zu sortieren. Das steht auf www.doppelfreund.de. Unter dem Beitrag Geister und Weltsortierung, da müsst ihr sortieren suchen auf doppelfreund.de. Und das sind die 13 Wege, wie sich die Welt noch gestaltet. Erst einmal über die spirituellen, die geistigen, im männlich-weiblich, Oktave stark und elegant. Erschaffer und Götter erstellen und walten. Stars und Sternchen führen die Welt mit Das and Downs. 24/7 schreibe ich noch. Stars haben die Macht, sich von was loszusagen oder was zu befürworten. Wirte sind auch eine Macht, in Bayreuth vor allem. Alle Wirte kehren nach, was wird und was bringt. Fußball entscheidet, wer Weltmeister ist. Meine Gattung sortiert, was zur Güte hier ist und regiert auch als Grauer Graf oder Renoir als Spitzname. Ja? Mal, wenn was geht. Weil wir waren halt Violetterschaffer, Gelberschaffer mit den Ahornbaum mit erschaffen. Das alte A, die Triangrune und verschiedene Sachen, die uns in die Verantwortung schon bringen. Und Selbstverteidigung müssen wir auch können, weil bevor diese Sachen vergehen, können sie auch mich treffen. Demokratie entscheidet der Mehrheit besser, was der besser liegt. Netzwerk ist jedermann, wie er sich verbindet dann. Orte, die sich sortieren nach Ursprung. Großväter und Großmütter erleben das selbst, wie das sei. Großväter und Großmütter erleben das selbst, wie etwas sei. Zeit und Raum gestalten das Sein. Und Erstlinge, die beobachtet werden von vielen Dynastievorstand halten zusammen. Nochmal langsam. Ganz wichtig, die Erstlinge in einer Dynastie, die vorausgedacht wird, gibt es immer Rockstars. Das sind die, auf die sich die Macher einer Dynastie konzentrieren. Die stehen auch mal schnell voll in der Welle und regieren oder machen und hantieren. Weil sich die umgebende Schöpferkraft auf dieses Wesen konzentriert. Und das sind die Erstlinge. Die Erstlinge, die beobachtet werden von vielen als Dynastievorstand halten zusammen. Und das war auch mein Club, The One. Das waren die Rockstars. Das waren die Erstlinge. Die habe ich damals nur rufen müssen. Da habe ich nur sagen müssen, Erstlinge, haltet zusammen wie Rabauken. Und wir haben uns den Rücken gegenseitig gedeckt. Das war eine natürliche Ordnung. So, jetzt fahre ich die Musik weit ab und habt viel Freude. Das ist jetzt Titan, Epic Soul Factory. Stein in Violett, Dunkelviolett mit Dominostein. Selber gemacht. Thank you.
Erstlinge. Alle Erstlinge einer geschaffenen Dynastie. Die natürlichen Prinzen. Ja. Schatz, ich liebe dich auf der Spur. Du weißt gar nicht, wie lieb ich dich habe. Viel zu sehr. Deswegen hat sie auch ihr Ruhm mit einem anderen noch. Na? Weil ich ihr ja zu viel recht mache. Das mag sie auch nicht. Die braucht schon irgendwie jemand, der noch ihr besser liegt. Und dann habe ich noch meine Wiegeschwisterli und meine Gefährtin. Im Sinn, immer im Sinn. Ich glaube, das weiß ich nicht. Wir sind uns zu ähnlich, meint sie. Das ist an Zero Project, nur zu empfehlen. Celtic. Celtic. Celtic Dream. Von Zero Project. La 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 la.
Als nächstes kommt Androzo, Androzo, Dudeldrum, heißt die Band, Dudeldrum, Androzo, viel Freude. Aquascape, Sunrise, 6 Minuten 39. Kennen jetzt noch Balrog Boogie nochmal. Balrog Boogie ist nicht schlecht. Dann Bust This, Bust That, Zellulle von Silence, Electro Life und Entrance of the Gladiators. Ich würde sagen, ich beschließe die Runde jetzt in 5 Minuten nach dem Balrog Boogie von Diablo Swing Orchestra und Entrance of the Gladiators von PH Ray Music. Viel Freude!
Je cherche mon chemin ist auch noch gut. Je cherche mon chemin. Von les pieds dans l'herbe. Les pieds dans l'herbe. Und auch noch gut. Heart of Medieval von Butterfly Tea. Aber jetzt Entrance of the Gladiators. Erstlinge winnen von an accident. PH Ray Music. Epic Music. Aller Welten, aller Landen, aller Seien. Damit habe ich auch schon jemanden rumrennen sehen. Zum Verteilen vom Triank, der Triankrune. So, jetzt würde ich sagen, beschließe ich die Runde. Die erste war ja eine halbe Stunde, jetzt haben wir 19 Minuten. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen, viel Freude, viel Spaß sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, viel Freude, viel Spaß sei auch mit dabei. Ich helfe Zweifelnden, ihr Glück zu finden durch Bestätigung. Und wir erreichen die Weltherrlichkeit. Bis zum Orion und zurück haben wir wieder nichts. Heißt es am selben Ort, zur selben Zeit am nächsten Tag. Wir erreichen die Weltherrlichkeit. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe noch ein bisschen Ladegerät, muss ich anschließen. Bisschen Strom noch drauf. Ich will euch nicht aufhalten. Aber danke fürs getreue Anschauen meiner Dinge. Es war heute mal eine Spur, ne? Da geht es darum, für die Welt durch Steinkunst bisher mit den Logos. Da müssen wir eine zentrale Website bauen für Logos, damit man auf einen Blick sieht, wo ist der Trend, wer fluchtigt in dem Allgemeintrend. Ne? Und Eckart, dann lang, dann rund. Ne? Rund können wir ja sowieso. Das ist doch nichts Exklusives. Und sage ich, stark, Winkelmann. Denk dran. So sind mir mal welche begegnet. Ja, mit Gottes Zeichen werden wir es bereiten. Und mit dem Triank für den Heiligen Geist, den männlich-weiblich. Na, ich könnte jetzt schon noch wegen weiter erzählen. Sucht euch eine Gefährtin. Das war ja sagenhaft, da kann ich doch nicht drauf eingehen.
Im Heranwachsen ist manchmal nicht ganz den Leuten bewusst, sind sie für Männlein oder Weiblein. Und das eine Gangart ist dann, wenn du auf gar am Menschen nimmer so arg angewiesen bist, dass du gerade noch seine Füße süß findest. Das zeig her deine Füßchenspiel. Und das, bis dann ausgekattert ist, ist der Junge jetzt mit demselben Geschlecht am Spielen mehr oder mit dem anderen Geschlecht. Das waren ja mal wie Rassen, Frau, Mann und Kinder kamen dann als drittes in die Schöpfung. Und da habe ich dann in Telepathiezeiten, wie es heiß herging, ich habe nämlich klein gezauberte Füße, weil ich durch die Welt stapfen wollte, hat es schnupp gemacht und da waren meine Füße um gefühlte 3 cm kürzer. Habe ich in Telepathiezeiten immer auf meine Füße geschaut, um bei dem Spiel mitzumachen. Das müsst ihr aber nicht machen, weil das, so machst du auch Doppelkopfadler. Das ist irgendwie so. Müsst ihr nicht mitmachen. Es muss Ruhe reinkommen, gell, um Gottes Willen. Auf jeden Fall hat es dann eine Geschichte. Große Pyramide ist wieder aktiv. Na? Ja, machen wir alles so wie die Mutti Merkel, wie der Zar in Putin und wie unser Magnat in den USA sagen, vielleicht. Ja, nicht alles, aber das meiste, oder? Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ihr haben Sie sich wohl. Ich danke dem Herrn, sage ich noch. Ja, wir können jetzt noch 5 Minuten weitermachen. Da haben wir die Stunde voll, oder? Ich würde gern einspielen den Winkelmann. Nur ein paar Mausklicks entfernt. Winkelmann, die Forke dann. Und danach die Pyramide, die große Pyramide. Ein Mann, eine Welt und das Weltall und wir mit ihnen zusammen mehr als einer, gemeinsam statt ein Tag. La 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 la.